Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Thomas Winkler, ich leite das Refluxzentrum der Privatklinik Döbling. Reflux bedeutet Rückfluss, zurückfließen von zuvor gegessenem, getrunkenen aus dem Magen in die Speiseröhre. Das passiert an und für sich bei jedem Menschen unmittelbar während des oder kurz nach dem Essen, das ist physiologisch. Das, von dem wir aber sprechen, ist ein sogenannter pathologischer Reflux. Das heißt, es kommt zu viel, zu oft an einer Stelle, wo es nicht hin soll. Das Zurückfließen an und für sich ist neben sehr unangenehmen Symptomen mit einer bedeutenden Komplikation vergesellschaftet. Das bedeutet, es ist der Reflux der höchste und stärkste Risikofaktor von Speiseröhrenkrebs. Entstehen tut die Refluxerkrankung entweder als angeborene Erkrankung oder viel häufiger, die Erkrankung entsteht auf Basis eines Zerrfellbruchs, im Fachjargon Hiatushernie. Das heißt eben durch schweres Heben, schweres Tragen, durch Übertreiben beim Sport oder durch, einfach gesagt, durch Spitzenbelastungen kann eine Hiatushernie entstehen, aber auch eben durch zu viel und zu rasches Essen kann so ein Zwerfelbruch mit der Zeit sich entwickeln. Wohl bekannteste Symptom ist das klassische Sodbrennen. Es ist aber auch so, dass wenn ein Mensch kein Sodbrennen hat, es noch lange nicht heißt, dass er keinen Reflux hat. Diese Symptome sind sehr weit gefasst, von Halskratzen über Asthma. Reflux ist auch der häufigste Risikofaktor für nicht allergisches Asthma. Über immer wiederkehrende Lungeninfekte im Sinne von Lungenentzündungen, Spuren einer relevanten Refluxerkrankung wie Zahnerosionen oder aber auch Nasennebenhöhlenentzündungen. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die für die Abklärung der Refluxerkrankung von Bedeutung sind. Nicht alle Untersuchungen sind bei jedem Patienten unbedingt notwendig. Ich habe hier einen maßgeschneiderten Ansatz. Sicherlich zentral ist die Magenspiegelung. Die Magenspiegelung verläuft bei uns in Sedierung. Das heißt, die Patienten bekommen überhaupt nichts von der Untersuchung mit. Quasi fast wie eine Narkose, ist aber natürlich keine Narkose. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Therapieoptionen. Sicherlich ist die erste Therapieoption einmal eine Anpassung des Lebensstils. Das geht über Anpassung der Ernährung, das heißt die Vermeidung von sehr viel Zucker, Vermeidung von oder Reduktion von kurzkettigen Kohlenhydraten. Die klassische medikamentöse Therapie mit einer Säureblockade, um quasi rein symptomatisch das Symptom des Sodbrennens oder säureassoziierte Symptome etwas unter Kontrolle zu bringen, ist natürlich kein Medikament, das das Zurückfließen in irgendeiner Weise verhindert oder verringert. Auch hier ist es so, die effizienteste und effektivste Therapie gegen Barrett, gegen den Speiseröhrenkrebs, ist natürlich, hier den Reflux komplett auszuschalten oder auf ein physiologisches Maß zu reduzieren, durch Rekonstruktion des Verschlussapparates zwischen Magen und Speiseröhre. Die Privatklinik Döbling hat hier ganz wesentliche und entscheidende Vorteile gegenüber anderen Institutionen. Einmal ist es so, dass hier sehr zeitnah Termine trotz hohen Patientenaufkommens angeboten werden können. Letztendlich sind hier alle Facilities mit High-End, High-Definition-Geräten vorhanden. Das heißt, es können hier maximale Sicherheitsstandards, die neuesten Techniken den Patienten angeboten werden. Es ist das Schönste daran, die Patienten, die wirklich massive Probleme haben, innerhalb von kürzester Zeit abzuklären und ihnen zu helfen.